Meine Damen und Herren, wir haben gedacht, wie gestalten wir diesen Tag? Und wir haben gedacht, wir möchten Ihnen heute Impulse geben, immer aus ganz verschiedenen Blickrichtungen auf unser Thema. Wie kommen wir miteinander? Und eines dieser Spannungsfelder, das wir dort aufgetan haben, ist natürlich das Thema Schulpolitik. Unser Gast ist die Leiterin der IGS Wunsdorf hier in der Region Hannover. Dort gibt es ein Sozialberatungszentrum, das von der Kirche initiiert ist. Dort gibt es zum Beispiel ein Videoprojekt, an dem Kinder mit Migrationshintergrund ausdrücklich in der Sprache ihrer Herkunftsfamilie ihre persönlichen Erfahrungen erzählen können, von Ausgrenzung, aber auch vom Ankommen. Unser Gast hat im Vorgespräch erzählt, wie schwierig es ist in den Lockdown-Phasen oder wie schwierig es ist gewesen ist, in den Lockdown-Phasen an die Kinder und Jugendlichen heranzukommen, die aus Migrationsfamilien stammen. Und ich freue mich, dass wir heute über dieses Thema ins Gespräch kommen. Herzlich willkommen, Elke Rothemel. Schön, dass Sie da sind. Gern. Wir haben uns überlegt, dass wir mit einem Statement von Ihnen direkt anfangen, bevor wir dann ins direkte Gespräch kommen. Sie haben natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und ich freue mich jetzt aber erstmal auf Ihr Statement. Ja, ich habe im Vorfeld ja freundlicherweise von Ihnen Fragen bekommen. Und das gibt einem Gelegenheit, dann nachzudenken über das, was man ja nun im Alltag gefordert ist zu tun und zu machen. Und die erste Frage, die Sie gestellt haben, war die, wie sich das Miteinander in der Schule in den letzten 1,5 Jahren und es ist ja bald schon noch mal mehr verändert haben möge. Und wenn ich auf das gucke, was kontinuierlich anders ist, beginnend mit dem ersten Tag, dann ist es eigentlich das Thema, wir kennen unsere Mimiken nicht mehr. Wir dürfen aber auf die Augen fokussieren. Und doch ein Stück weit verlieren wir die Kinder in ihrer Individualität aus dem Blick. Mir passiert es manches Mal, dass Frisuren von Mitschülerinnen, es sind ja nun fast 1000, ein bisschen ähnlich sind und ich nicht genau weiß, ist es denn nun die oder ist es die? Das macht es schwer. Schwer einfach zu gucken, wie ist die Befindlichkeit der Einzelnen. Außerdem stelle ich fest, wir bewegen uns nicht in unreflektierter Fröhlichkeit. Und das war selbst im Sommer nicht der Fall, sondern wir wissen, dass wir viele Regeln einzuhalten haben, um uns und andere zu schützen. 5- bis 8-Klässler haben sich außerdem fast ein halbes Jahr lang zu Hause über das Distanzlernen ja mit Schule verbunden erfahren. Und das hat dann auch zur Folge gehabt, dass ein Stück weit das soziale Agieren auch für die neuen 5-Klässler das Ankommen überhaupt an der weiterführenden Schule und eben auch bei uns ganz, ganz schwierig war, auch wenn die Lehrkräfte in der Notbetreuung weit über das Maß hinaus gearbeitet haben, das uns seitens des Kultusministeriums vorgegeben war. Vielen Dank. Also da haben wir jetzt viele Aspekte gestreift, die wir gleich nochmal im Gespräch vertiefen können. Ich fange mal an mit dem Verhältnis, Sie haben das so schön beschrieben, die Kommunikation ist schwieriger geworden. Ne? Es gibt Masken, die Menschen sind einfach auch in ihrer Mimik nicht so zu erkennen. Wie ist es denn tatsächlich im Zwischenmenschlichen? Also Sie haben natürlich viel mit Schüler und Schülerinnen zu tun, Sie haben mit den Eltern zu tun. Gibt es da eine Veränderung? Spüren Sie da eine Veränderung, dass man, ähnlich wie wir es eben haben wir da im Ergebnis gehabt, dass viele Menschen den staatlichen Institutionen weniger trauen. Man geht irgendwie misstrauischer durch die Welt. Nehmen Sie Eltern vor allem anders wahr? Da muss ich sagen, ja. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel einen digitalen Elternsprechtag veranstaltet und haben uns trotz viel höherer Inzidenzen in diesem Jahr bei klaren Schutzmaßgaben, die es ja Gott sei Dank gibt und die Impfung gibt es auch, dafür entschieden, wieder in die persönliche Begegnung hineinzugehen. Bei denjenigen, bei denen es geht, Gott sei Dank, sind es doch eine ganze Menge. Wir erleben aber auch positiv, wir waren gehalten, wöchentlich Kontakt zu Schülern und Eltern zu halten und dass Lehrer bei den Eltern anrufen. Und es war nichts Schlimmes passiert, sondern man hat einfach gefragt, wie es einander geht. Das war durchaus auch eine positive Erfahrung, aber natürlich auch für alle Kolleginnen und Kollegen, die jede Woche 27 Eltern mindestens anrufen mussten, eine sehr kraftzehrende Erfahrung. Das stelle ich mir aber auch ganz spannend vor. Eröffnet das trotzdem eine neue Kommunikationsperspektive? Vorher hat man immer über die, die Leute haben sich gefreut, dass man nichts Negatives kam, wenn der Lehrer, die Lehrerin angerufen hat bei den Eltern. Hat dieses ganze Corona-Thema
sie dann doch mehr zueinander geführt, die Lehrkräfte und die Eltern, weil man mal nicht nur über schulische Leistungen gesprochen hat, sondern auch über gesellschaftliche Entwicklung, über die Corona-Krise. Sind Sie mehr in den Austausch gekommen? Ich glaube, wir waren immer in gutem Austausch. So sollte das natürlich in Schule auch sein. Ich glaube, dass die Fokussierung auf diese kleine Gruppe, Klassenlehrer hin zu den Eltern, dass die sehr viel größer war. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich teils untereinander ja doch nur im Schichtbetrieb und eben auch sehr vorsichtig gesehen, waren auch teils selber zu Hause, je nach Unterrichtsverpflichtung, die Präsenz erfordert hat oder eben auch nicht. Ja, ich glaube, das wichtig war, sich nicht ganz zu verlieren und das mit den Mitteln, die eben möglich waren, zu halten. Jetzt haben wir über das Verhältnis der Lehrkräfte zu den Schülern und Schülerinnen gesprochen, zu den Eltern. Wie ist denn das Verhältnis der Lehrkräfte untereinander? Sie haben vorhin gesagt, das ist eine schwierige Zeit. Man muss mit sehr vielen Eltern kommunizieren. Man muss viele Maßnahmen auch der Landesregierung immer wieder kommunizieren, nochmal erklären. Herr Tonner hat einen Brief geschrieben, was heißt das jetzt eigentlich für Niedersachsen? Ich glaube, man muss sehr, sehr viel reden. Wie haben Sie denn in dieser Zeit das mit dem lehrenden Ensemble gehalten? Mussten Sie da auch motivieren? Mussten Sie dort auch noch mehr Teambuilding-Maßnahmen ergreifen? Gott sei Dank sind wir eine IGS und eine IGS hat ziemlich intensive Kooperationsstrukturen schon vorher gehabt und die haben getragen. Aber natürlich mussten wir auch viel ändern. Ich erinnere mich genau an die erste Dienstbesprechung. Da haben wir uns in der Schulleitung aufgeteilt und haben drei parallele Dienstbesprechungen in drei unterschiedlichen Räumen abgehalten. Und natürlich haben wir uns als Gesamtkollegium tatsächlich erst zu Beginn dieses Schuljahres und am Ende des letzten Schuljahres miteinander und draußen gesehen. Und das ist schon, das haben alle Kolleginnen und Kollegen sehr genossen. Einfach da unbeschwert im Freien miteinander zu sein. Das für uns der entscheidende Moment der Veränderung war aber auch die Freigabe des Impfstoffes für uns als Kollegium. Weiterhin sind die Kolleginnen und Kollegen vorsichtig und es bleibt. Es ist anders, als es vorher war. Aber trotzdem empfinden sie sich einfach ein bisschen stärker geschützt. Zumal wir es ja eben doch auch mit vielen Schülerinnen und Schülern zu tun haben, die noch gar nicht geimpft werden können. Und unsere Erfahrung ist, nicht in der Schule verbreitet sich das Virus, aber es kommt von außen doch immer wieder in die Schule hinein. Und da sehr sorgsam zu sein, sehr aufmerksam zu sein, das ist, glaube ich, eine sehr hohe Anforderung an jeden Einzelnen. Diese Sorgsamkeit interessiert mich gerade, weil wir haben jetzt ja gerade nach den Lockdown-Phasen, die Schule gehen wieder auf, die Menschen, die Schüler und die Schülerinnen kommen wieder zurück in die Schulen, sind aber sehr verunsichert, weil natürlich auch im Elternhaus große Verunsicherung ist, in der Gesellschaft ist große Verunsicherung, weil man nicht weiß so richtig, wie dieses Virus funktioniert, wie es sich ausbreitet. Das sehen wir ja jetzt wieder, die Kurven zeigen alle nach oben. Es ist eine schwierige Situation, die vor allem mit Angst besetzt ist. Wie geht das Personal, wie gehen die Lehrkräfte damit um? Können die wirklich jede Angst nehmen? Gab es da besondere Fortbildungen? Hat man sich zusammengesetzt und hat gesagt, wie gehen wir denn jetzt, was erzählen wir denn den Schülern und Schülerinnen, wenn die fragen, wie lange geht denn diese Corona-Krise noch? Wir alle haben schon längst gehofft, dass sie vorüber wäre. Sie ist es nicht. Sie ist schlimmer denn je im Augenblick. Schulungen gibt es nicht. Ich glaube trotzdem, dass ganz wichtig ist, dass wir als Schulleitung sehr klar kommunizieren und immer wieder neu ein Einvernehmen herstellen. Wir haben schon vorher wöchentlich einen Infobrief ans Kollegium geschrieben. Diese Infobriefe wurden immer länger. Wir haben eine schulinterne zwei Tage gehabt, in denen haben wir ausgearbeitet, standardisiert, wie verhalten wir uns, in welchen Zusammenhängen, haben Formulare entwickelt, haben Kommunikationsstrukturen hergestellt, haben mit den Eltern im Einvernehmen auch überlegt, wie strukturieren wir jetzt diesen Schulalltag, der ja teils gar nicht in der Schule stattfinden konnte. Und da hat sich als sehr hilfreich erwiesen, wirklich alle mit ins Boot zu nehmen und all deren Bedürfnisse und Nöte auch im Blick zu haben. Und so haben wir dann eben eine Struktur gefunden, die nicht hieß, wir verlegen den Stundenplan in die Digitalität, sondern wir entwickeln Formen, die auch individuelle Begleitung ermöglicht. Denn wir wissen, dass Kinder zu Hause sehr unterschiedlich begleitet sind und dann entsprechend noch mal mehr auch Unterschiedliches brauchen. Der Blick auf den Einzelnen,
der ist für uns wichtiger geworden. Und da helfen natürlich auch die neuen Medien. Wir treffen uns ja hier heute auch auf dem Medientag sehr, den Fokus des Unterrichtens zu verändern. IGS differenziert schon immer sehr, aber jetzt haben wir mit den neuen Medien ein Mittel, das möglicherweise noch stärker die pädagogische Arbeit betont. Sie haben ja auch ein Beispiel mitgebracht, wie Kinder und Jugendliche auch in dieser Krise sich zu Wort melden konnten. Dort sind ganz neue Formate entstanden bei Ihnen. Was war das für ein Format? Ja, das Format ist letztendlich eine Idee einer Kollegin, die Medienpädagogin ist und die wir als kirchliche Schule glücklicherweise bei uns wissen, eine sogenannte Filmbox. Und in dieser Filmbox, die bei uns jetzt im Augenblick im Erprobungsformat sich befindet, wird das Projekt Storytelling durchgeführt. Das ist sehr spannend, weil da überhaupt keine Vorgaben gemacht werden, sich Schülerinnen alleine oder zu zweit oder wie sie wollen in einen individuellen Raum begeben können und für sich sagen können, was ihnen eine besonders wichtige Geschichte ist, die sie mitbringen. Viele Schüler haben von Fluchterlebnissen erzählt. Sie hatten vorhin gesagt, dass eben auch Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die hier ja letztendlich in die deutsche Bildungssprache hineinwachsen müssen, dort gerade was anderes tun konnten, nämlich in ihrer Muttersprache erzählen und sprechen. Und das ist genauso ebenbürtig wie das Statement zum Beispiel unseres Schülersprechers des ehemaligen, jetzt ist er im 13. Jahrgang und hat das Amt abgegeben, aber ist Jugendbürgermeister, der dort ein ganz anderes Bildungsverständnis eingefordert hat, das letztendlich die Digitalität ernst nimmt und die Möglichkeiten, die Schülerinnen und Schüler einfach brauchen, um in einer Zeit, in der gar nicht klar ist, was später sein wird, aber digitale Kompetenz gebraucht wird, doch ganz anders in der Schule gearbeitet werden muss. Wie ist denn da die Rückmeldung der Schüler und Schülerinnen? Also gibt es ein neues Angebot, es gibt diese Filmbox, man kann sich engagieren, man kann teilhaben mitten in so einer Krise, wo man gar nicht so richtig weiß, was überhaupt noch möglich ist an Freizeitgestaltung. Wie war die Resonanz? Die Resonanz ist sehr positiv. Wir haben jetzt die Experimentierphase verlängert. Es war auch spannend, dass die Schüler selber gesagt haben, wie man dieses Experiment verbessern kann. Es wird jetzt also einen zweiten Prototyp geben und der wird etwas anders und einladender aussehen, sodass die Schülerinnen und Schüler sich wirklich wohlfühlen darin. Auch da wichtig, einfach auf die Schülerinnen und Schüler, die ja wahre Experten sind, auch für ihr eigenes Lernen zu hören. Also wir nehmen wieder mit, neue Formate sind wichtig, neue Formen der Ansprache der Schüler und Schülerinnen. Immer eine Grundform der Kommunikation. Wie geht es euch? Was wünscht ihr euch? Nun haben Sie ein Format entwickelt an Ihrer Schule, das in dieser Form erstmal einzigartig ist. Gab es da eigentlich Unterstützung von der Politik? Ja, das Kultusministerium fördert dieses Projekt und es ist dort durch unsere Kolleginnen hineingebracht worden. Und das ist wirklich eines der Beispiele, in denen tatsächlich Politik und auch Kirche und evangelische Schule sehr gut zusammenarbeiten und sehr vertrauensvoll. Das freut uns auch sehr. Ich frage das so vorsichtig, weil wir in der Corona-Krise ja die eine oder andere Phase erlebt haben, wo die Politik nicht unbedingt für die Klarheit sorgen konnte, die man sich so gewünscht hat. Wie haben Sie denn diese Phasen erlebt? Ich glaube, dass die Politik einfach selber gar keine Klarheit haben konnte und man kann nur das weitergeben, was man selber hat. Das wurde vorhin ja auch schon sehr deutlich. Und letztendlich hat das natürlich im schulischen Bereich, hat diese Corona-Krise auch ein Stück weit ein Brennglas auf Probleme von Bildung und Probleme von Schule gesetzt. Und da zu agieren, das kann ich durchaus auch aus eigenem Empfinden verstehen. Das hat ein hohes Maß an Verantwortung und das verbunden mit der Unklarheit, das hat uns alle einfach sehr herausgefordert. Umso wichtiger aber dann tatsächlich für die Schule zu konkretisieren, dass es die Regeln gibt, die für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Kollegen, die ja genauso darin sind, permanent sich ändernden Corona-Schutzmaßnahmen und Ähnliches, dass da die Klarheit ist. Wir haben zum Beispiel neben diesen ganzen Fragebögen, Ausstattungsfragen auch ein sogenanntes Corona-Manual in der Schule hergestellt und immer die neuesten Regelungen farbig markiert gegeben, sodass einfach
ja, viel nachgeschlagen werden konnte in einer Form, die leistbar ist. Das ist ganz spannend, weil eben sagte Herr Kramer, der zuständig ist für viele Supermärkte in der Region, dass Vertrauen sehr oft über Verständnis entsteht, dass Regeln nicht nur aufgestellt werden, sondern erklärt werden. Das schönes Beispiel, das bei Ihnen an der Schule auch umgesetzt wurde, dass auch die Regeln kommuniziert wurden und auch erklärt wurden. Ist das eine Stellschraube, wo Politik noch besser drehen könnte, am Erklären, am Verständnis schaffen, an der Kommunikation? Damit, wir haben vorhin viel über Eskalation gesprochen, über eine gesellschaftliche Verrohung. Man hört sich nicht einander mehr zu, man traut auch einander nicht mehr so richtig. Wäre das eine Stellschraube auf politischer Ebene, besser erklären? Aus schulischer Perspektive würde ich sagen, dass wichtiger ist, tatsächlich die Geduld und die Liebe zu haben, immer wieder zu verstehen, dass, obwohl die Schülerinnen es eigentlich besser wissen, sie manches eben doch nicht tun und nicht durchhalten. Und immer wieder liebevoll zu sagen, gestisch oder sonst wie, eine Präsenz zu haben, die einfach das Verständnis für Jugendliche mit sich bringt und andererseits eben auch die Notwendigkeit kommuniziert. Ich habe im Augenblick spontan im Kopf das Bild eine Mail einer Schülerin. Wir haben Abschlussarbeiten geschrieben, dann hatten wir einen Corona-Fall, wir müssen Kontaktnachverfolgung gestalten und es meldet sich sehr zaghaft ein Mädchen und sagt, ich bin mit ihm zusammen ausgestiegen und wir haben uns geküsst. Und mir wurde im Grunde ein Dreivierteljahr nach Beginn der Pandemie erst deutlich, mein Gott, was ist diesen Schülerinnen und Schülern in einer Zeit, in der sie raus wollen, in die Welt wollen, in der sie einfach auch ausprobieren und Erfahrungen machen wollen, was ist ihnen alles genommen, wenn so ein Kuss dann bedeutet, du bist raus aus der Abschlussprüfung. Das ist es eher. Und da habe ich einerseits größtes Verständnis, dass eine Schülerin das zwar eigentlich weiß, aber dass da einfach auch Bedürfnisse sind und das nun dauerhaft so im Blick zu haben, dass da eigentlich gar nichts mehr erlaubt ist, das ist eine Zumutung, die eben doch kaum zu leisten ist. Ich komme noch mal auf diese Zumutung, weil mich das sehr interessiert, wie man auch als Schulleitung damit umgeht, dass es dort so viel Unklarheiten gibt an dieser Corona-Pandemie. Weil die Menschen natürlich sich nach leichten Antworten sehnen. Und nun gibt es die in diesem Fall nicht, weil keiner so richtig weiß, wie lange so eine Krise dauert. Wie schaffen Sie es denn, Ihre Schülerschaft und auch das Lehrkräfteensemble weiterhin motiviert zu wissen? Also wie schaffen Sie es, den Schülern und Schülerinnen zu sagen, bleibt dran, es geht um euer Abitur, es geht um euren Schulabschluss, es geht darum, dass wir uns als Miteinander, wie Sie es vorhin so schön gesagt haben, nicht verlieren. Wie vermitteln Sie diese Zuversicht? Ich glaube schon, dass wir als Schulleitung da ein Vorbild sind, dass wir bestärken müssen, dass wir auch schauen müssen, wo ist die Belastung so groß und wo nehme ich dann im Rahmen der Möglichkeiten. Das wäre zum Beispiel eine Forderung an die Politik. Wir machen in den Ferien zusätzliche Lernangebote, Lernträume. Dafür gibt es keine Anrechnungsstunden. Das ist alles drüber und es wäre schön. Wir könnten das, was an zusätzlichem Einsatz um der Schülerinnen und Schüler willen, übrigens waren da auch 5 Abiturienten in dieser Zeit, die im letzten Jahr ja gar nicht in der Schule waren über die Dauer eines fast halben Jahres hinweg hier in der Region Hannover. Man könnte da einfach doch noch mehr, letztendlich räumliche Unterstützung, zeitliche Unterstützung geben, um das zu leisten, was die Kolleginnen und Kollegen an Beziehungsarbeit gerne leisten wollen und auch in dieser Zeit leisten müssen, um das Vertrauen der Schülerinnen und Schüler zu stiften in ihre eigenen Fähigkeiten. Das, was vor uns liegt, der jetzt 12. Jahrgang, der im 13. Jahrgang Abitur macht, der jetzt 9. Jahrgang, der im letzten Jahr 9. Jahrgang, der 10. geworden ist und der bei uns immerhin Gott sei Dank noch im Wechselmodell in der Schule war, der hat aber schon das Gefühl, da sind ganz viele Defizite und es sind nicht nur Wissensdefizite, es sind eben auch soziale Defizite. Es ist auch jetzt eine Verunsicherung da, wie viel dürfen wir miteinander, mit welcher Nähe? Und auch da in der Stunde die Maske.
Jetzt habe ich noch eine Frage, weil wir auch viel über dieses gleichgesellschaftliche Misstrauen untereinander gesprochen haben. Wissenschaftsskepsis war vorhin auch ein Stichwort. Wie schafft man oder was könnte man von der Schule lernen, wo es diese Diskussion natürlich auch gibt, für die Gesellschaft? Wie könnte man zu einer gesellschaftlichen Deeskalation dieser ganzen verhärteten Diskussionskultur beitragen? Immer wieder neu zu versuchen, die Schülerinnen und Schüler selber nicht zu verlieren. Wir haben manche Eltern, die haben sich, ich glaube, über die Zeit hinweg immer stärker in eine Ecke begeben. Und je länger diese Zeit der Corona-Pandemie braucht, desto schwieriger ist es, glaube ich, das Gespräch mit den Eltern zu suchen. Ich begebe mich natürlich in den freien Raum und habe dort Abstand, wo es die Eltern gibt, die Testskeptiker sind und eine ganz eigene Haltung haben. Meinerseits ist wichtig, ich darf den Faden der Kommunikation auch zu diesen Menschen nicht abbrechen lassen und muss ihnen zeigen, es geht uns um ihr Kind. Viele Kinder sind durchaus in Konflikten, weil sie sich den Regeln stellen wollen, aber ja doch auch zerrissen sind durch dieses Elternhaus und die dort ganz andere Einschätzung. Ich glaube, dass wichtig ist, positiv zu proklamieren und meine Verantwortung und den Schutz, den wir einfach miteinander nur gestalten können, wenn sich alle an diese Regeln halten, herauszustellen. Und Gott sei Dank sprechen da die doch recht überschaubaren Zahlen im Hinblick auf die Infektion für sich, sodass die Schülerinnen und Schüler über dieses klare Regelwerk und die Kommunikation, die wir pflegen, die auch jeder Lehrer mit jedem Schüler sucht, dass darüber eben letztendlich ja zumindest der bestmögliche Weg durch die Krise gestaltet werden kann. Den Faden der Kommunikation nicht abreißen lassen, positiv bleiben, weiter miteinander sprechen, auch wenn es schwierig ist. Große Aufgaben in diesen Zeiten. Ich habe gerade überlegt, wenn wir jetzt mal so 5 bis 10 Jahre vorspulen, und diese Pandemie ist nicht weg, aber man hat damit gelernt zu leben. Wie würden Sie dann, wenn Sie dann auf diese Zeit zurückschauen, 2020, 2021, immer eine neue Verordnung, wieder Briefe von Herrn Tonne an die Elternschaft, die vielen Gespräche mit den Eltern, mit den Schülern und Schülerinnen. Wenn Sie auf diese Zeit dann zurückschauen, was glauben Sie, was haben Sie gelernt dann? Zuallererst große Dankbarkeit, dass bislang es tatsächlich keinen Fall gegeben hat. Ich hoffe auch, dass das die schlimmste Phase meines dienstlichen Wirkens gewesen sein wird. Das hoffe ich. Und ich hoffe, dass wir die Chance genutzt haben werden, auf dieses Brennglas zu schauen und wirklich zu sehen, was unsere Schülerinnen und Schüler brauchen an Beziehung, was unsere Schülerinnen und Schüler an Vorbereitung auf das Leben mehr als auf schulische Testverfahren brauchen. Vieles war jetzt außer Kraft gesetzt oder doch sehr anders gestaltet. Und das birgt ja auch eine Chance auf eine veränderte Form von Unterricht und von Schule als Ort, an dem wir miteinander leben und eine Gemeinschaft gestalten in sich. Das ist das, was ich mir für meine Kolleginnen und Kollegen, aber nicht weniger auch für unsere Schülerinnen und Schüler wünsche. Vielen, vielen Dank. Das war ein schönes Schlusswort. Eigentlich, ich habe eine Frage noch bekommen, die würde ich gerne noch stellen. Was wünschen Sie sich eigentlich von der Kirche? Also wir haben sehr viel von der Kirche bekommen. Wir haben Raumluftfilter für die Klassenräume, die nicht geimpft sind, wo die staatlichen Schulen noch warten. Wir haben die wöchentliche Bestärkung auch in Briefen bekommen, waren einfach auch gut informiert. Auch das ist wichtig. Immerhin der Kampf um das Glasfasernetz hat dazu geführt, dass wir es jetzt wahrscheinlich 2023 bekommen werden. Wir haben digitale Endgeräte bekommen, wir haben also viel Equipment bekommen. Das sind Dinge, die sind alle sehr vorausschauend gestaltet worden. Von der Kirche wünsche ich mir, ja, dass diese Bestärkung und diese Begleitung so weitergehen möge. Und dass wir bald eine neue Schulpastorin haben werden. Die Stelle ist im Augenblick immer noch, oder ein Schulpastor, die Stelle ist im Augenblick vakant. Auch da zeigt sich, dass das schwierig ist. Letztendlich glaube ich, dass der evangelische Geist, diese Gemeinschaft, die wir miteinander gestalten dürfen, dass die in einer Zeit, in der das ganz schwer ist, eine Sehnsucht stark macht.
Vielen, vielen Dank, Elke Roth-Hämmel. Sie haben es gehört, wenn Sie das Gefühl haben, da ist das diese Stelle, zu dieser Schule, wo Lehrkräfte sich untereinander Kraft geben, wo sie das Gespräch mit der Schülerschaft und der Elternschaft in so schwierigen Zeiten so aktiv suchen, wo die Kommunikation nicht abreißt, auch wenn die Diskussionsfronten sich verhärten. Wenn Sie Lust haben, können Sie sich ja gerne melden, wir vermitteln gerne. Und ich darf mich für diesen Impuls sehr, sehr herzlich bedanken, Frau Roth-Hämmel. Vielen Dank.